Willkommen am Waldrand auf einer Bank mit Blick über Haaste und das Leinetal. Heute ist es ziemlich diesig. Die Sonne kommt auch nicht so richtig durch dichte Wolken, aber das ist für schöne Tieraufnahmen gar nicht so schlecht, dann ist das Licht nicht so zu stark. Hier in diesem Wald war ich schon öfters unterwegs, aber meistens war das nicht ganz so von Erfolg versprochen wie in dem Wald, wo ich normalerweise unterwegs bin. Und hier hatte ich dann, ich glaube, vor 2 Jahren mal sogar einen Grauspecht gesehen oder ein Pärchen, um genau zu sein. Grünspecht habe ich auch schon gehört, hier wird fleißig getrommelt. Irgendwas hat doch da in den Gebüschen geknackst. Vielleicht habe ich doch tatsächlich ein Reh geweckt oder so. Einen Hasen habe ich auch schon gesehen, als ich hier hochgekommen bin. Und ja, bin gespannt, ob mir heute noch weitere Tiere vor die Kamera laufen. Hier baut sich der Zaunkönig ein neues Nest. Das ist ein umgestürzter Baum. Und gerade hat er das Moos von benachbarten Bäumen gesammelt und Blätter. Fliegt immer wieder aus, holt neues Material und baut weiter.
bin jetzt am Ende der Tour angelangt. Sehr schön, wie viele Tiere wir heute gesehen haben. Wobei ich auch sagen muss, dass ich meistens, so wie auch heute, viel mehr Tiere sehe, als ich aufnehme, weil sie einfach viel zu schnell wieder weg sind. Oder also besonders bei Vögeln, da versuche ich ständig, die zu filmen und schaff's ganz oft nicht. Und ja, fast auf jeder Tour sehe ich eigentlich Rehe und Hasen und ja, Vögel natürlich auch. Ein Fuchs ist dann schon eher selten. Und auch heute sind wieder zwei Rehe durch den Wald gelaufen, aber da war ich auch zu langsam. Na gut, das war's wieder für heute. Macht's gut, bis nächstes Mal. Abonniert den Kanal, wenn ihr noch mehr Naturschätze sehen wollt. Ach, und eine Sache wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Der Sonnenuntergang von gestern Abend. Tschüss!